Hey und Servus YouTube! Hallöchen zu einer neuen Folge auf dem Allgäuer Moor-Projekt oder eigentlich der letzten Folge auf dem Allgäuer Moor-Projekt im Allgäuer Moor-Projekt. Das ist richtig, Freunde. Heute heißt es Abschied nehmen vom LS15 und von der Allgäuer Moor. Leider eine hammergeile Map, oder quasi? Ja, doch. Also bis auf so ein paar Kleinigkeiten, aber grundsätzlich eine richtig schicke Map. Kann man mal hoffen, dass sie vielleicht im 17er dann ein bisschen performanter noch läuft. Aber Max! Genau. Max, wie schaut's aus? Nee, der hat eh schon gefragt, ob er denn die Map mal kriegt. Ich hoffe, er hat sie jetzt selber gekriegt, weil ich konnte sie gar nicht extrahieren. Wieso? Hat er die nicht mehr gehabt, oder wie? Nee, die neue Map, dass er quasi sieht, was so los ist. Aber okay. Das ging gar nicht, weil die neueste Version vom Giants Editor noch nicht da ist. Deswegen, stimmt. Da kann man nicht exportieren. So, ich fahre jetzt hier mal kurz geradeaus weiter. Und wir haben ja uns ja eigentlich gedacht, ihr wisst ja noch das letzte Mal, die Wiese hier zu düngen und dann ordentlich Schwarthäcksel zu machen. Na, das wird jetzt nichts mehr. Schade eigentlich, weil Schwarthäcksel ist schon eine geile Geschichte eigentlich. Ja. Immer Spaß gemacht. Aber das Main mit zwei, was vor mir einfach mit gerade mit GPS hat. Ja, wollte ich jetzt auch gerade vorschlagen. Nachdem wir noch haben, im 17er haben wir ja leider noch nicht. Nein. Hast du einen Quiz? Ich hätte einen Quiz. Gut, dann nehme ich mir den über. Ja. Ich mache den jetzt auch noch schön undurchsichtig, damit keiner denkt, ich fahre da nicht echt. Warte, hallo! Kann ich halt, auch? Stopp! Was? Ey, was? Ja, ich hab bei mir die Butterfly angekommen. Nee. Hydraulik kaputt, mei, oh mei. Scheiße. Du brauchst einen Werkstattsimulator. Ja, genau. Nee, also, ja, ein bisschen, ja, eigentlich war es schon ganz nett hier auf der Allgäuer Moor. Auch wenn nicht ganz so viele Folgen, wie wir eigentlich vorgehabt haben, dann entstanden immerhin sind. Immerhin 44, ja. Ja, sind dann am Schluss doch ganz schön viele geworden, ja. Ja. Weil wir doch viele Pausen drin gehabt haben. Und dafür dann wieder kurzzeitig mit ordentlich auf den Putz gehauen und dann wieder 10 Folgen released. Tag Benny. Ich hab euer Passwort geknackt. Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Sauer. Was ich mir vorstellen könnte. Nicht dein Ernst! Also hat der Mario. Ui. Ist das mein Passwort? Ich hab einfach Wolfsbude eingegeben. Na super, Mario und seine Passwörter, haben wir mal wieder hier. Danke, Benny, wir sind nämlich eh gerade in der letzten Folge vom LS15er Projekt. Oh, herrlich. Genau. Ich dachte, das wäre irgend so eins, das du von damals schon mal mitbekommen hast, ne? Ne, ich habe einfach nur geraten. Oh Mann. Na sauber, also Mario, mit deinen Passwörtern müssen wir nochmal ein bisschen. Da müssen wir im LS17 mal eine Reinvention durchführen. Ja. Ab also, jetzt nur noch sechsstellig und einfach. Genau, so dass es dann jeder rausfindet. Genau. Oder ich mach sie, aber dann kannst du sie dir wieder nicht merken. Ah, das kriege ich hin. Deine Excel-Liste erweitern. Ja, klar. Na, wir waren stehen geblieben beim LS17 und da muss man echt schon sagen, der LS17 ist absolut geil. Unser Eindruck, viel können wir noch nicht drüber sagen als Review oder als Fazit an, weil das erstens zu früh wäre und zweitens natürlich vor Release irgendwie absolut doof ist. Willst du die Folge heute noch bringen? Weil wenn wir sie am Dienstag erst bringen, dann dürfen wir es schon sagen. So Review-mäßig. Ja, heute wird ein bisschen knapp. Stimmt. Ja, dann siehst du, kannst du hier dann voll... Voll dann loslegen. Kaum auf den Putz. Los, kurz, wie fangst du an? Ja, nach knapp fast 40 Stunden im LS17 ist schon ein bisschen was jetzt, ganz interessante Sachen passiert. Diese Arbeit hier könnte zum Beispiel jetzt der Helfer machen. Und der macht es richtig geil. Also ich hab's noch nicht mal getestet. Na, siehst du mal, der kann nämlich jetzt zettern, der kann mähen, der kann spaden. Ja, geil. Ja, sehr geil. Also vor allem, der fährt original mit dem Frontmähwerk ins Feld erstmal so weit rein, bis er das Heckmähwerk einsetzen kann. Dann bleibt er kurz stehen, senkt das Heckmähwerk und dann mäht er erst los. Und am Ende vom Feld macht das genau andersrum auch so.
Also, ist ja unglaublich. Das ist schon sehr, sehr geil. Also ich bin wirklich ziemlich geflasht vom LS17, gerade was natürlich die Lichtengine und alles angeht. Ja. Das ist halt Performance. Hammer. Ja, Performance ist mega. Wir haben gerade kurz mal noch einen Multiplayer ausprobiert. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also Wartezeit ist minimalst. Und die Folge ist am Montag aufgenommen. Das heißt, das ging gestern schon, wann die Folge kommt. Also wunderbar. Genau. Also wirklich kann man nur sagen, doch, macht Spaß. Weil klar, der ein oder andere kleine Bug, dass der drinnen ist, gibt's. Ja, gerade bei dir mit dem Baum, wo ich gesehen habe im Livestream. Ja. War ja ziemlich lustig. Aber ja, Mike hört dazu, dass auch so kleinere Fehler noch drin sind. Dafür läuft es ja relativ gut, wenn wir uns den LS15 nochmal angeschaut haben. Das war nicht so das Wahre. Aber jetzt mal in Forst, weil ich war ja bisher kurz im Forst und habe im Heizomat ein bisschen rumgespielt. Hab's dann jetzt endlich hinbekommen. Es ist ein bisschen Frickelei, wenn man am Anfang den Dreh raus hat. Du musst dann wirklich die Stämme schön korrekt gerade einführen, damit die durchgehäckselt werden. Hast du mal Brennholz gemacht? Du kannst nämlich Baumstämme jetzt auch der Länge nach durchsägen. Der Typ ist besoffen gerade. Ja, ich sehe schon. Was mit Baumstängen der Länge nach durchschneiden? Ja, dass du sie eben auch dickere Stücke in Heizomat reinbringst. Alter, nein! Bin du nicht drauf gekommen. Habe ich im Livestream mal ausprobiert. Also es ist geil. Ziemlich schwierig, die Stücke allgemein in den Heizomat reinzubringen, finde ich. Aber grundsätzlich ist halt cool, weil du kannst dicke Stücke, halbierst du und dann kannst du sie trotzdem noch in Heizomat reinschmeißen. Und eben. Ich sag mal, gut, absolutes Highlight, glaube ich, ist Haufen und Silo schieben. Ja, ja, wirklich. Also hast du das schon mit dem Radlader probiert? Oder hast du schon mal probiert? Na, ich habe es mit dem Schiebeschild probiert. Also okay. Mit dem Holaras. Habe irgendwie sogar Schwaden auf dem Feld einfach zu einem Haufen zusammengeschoben. funktioniert mega geil. Nee, auch Gras. Hoi. Also Grasschwad. Ja. Ja, geil. Unglaublich. Vor allem noch so ein kleines Ding. Du kannst jetzt auch Grasballen pressen. Also nicht nur Heuballen. Mit Originalmaschinen, wohlgemerkt. Ja. Also du musst nicht zwingend jetzt zettern, sondern du kannst es eben auch direkt gleich schwaden und dann pressen. Oh mein Gott. Episch. Das ist echt episch. Na, ich habe ja gestern das Silo-Schieben ein bisschen probiert. Natürlich habe ich jetzt nicht wirklich realistisch gemacht. Ich habe nämlich einfach 4-5 Anhänger ausgekippt. Ein paar in Silo rein der Länge nach, ein paar am Ende des Silos, wie man es eigentlich macht. Vorm Silo gibt man alles aus. Und dann kommt der Festfahrer, der Silofahrer und fährt das alles hoch und verteilt das alles. Ich habe es alles auf dem Haufen zusammengeschoben. Das waren insgesamt 300.000 Liter, hat aber genauso gut funktioniert. Und es ist halt wirklich, auch mit dem Radlader muss ich sagen, macht es am meisten Spaß. Mit dem Radlader vorne das Schild dran, da gibt es ja das erste, kannst du für den Radlader anbauen. Ah, okay. Aha. Und das zweite nicht, aber das erste. Und das ist Hammer, das funktioniert super, weil der Radlader ist ja mit seinem Arm relativ mobil und echt ein traumhaft geiles Ding. Hast du das Holaras mal am Traktor ausprobiert? Ja. Du kannst die Fronthydraulik ja bewegen. Mit linker Maustaste, ne? Ja, genau. Oder halt mit JN, MK kannst du auch, also die alten Frontlader-Tasten. Genau. Gab's ja auf der Tastatur auch. Und ich habe mich schon gewundert, für was brauche ich die Einstellung, dass ich die Fronthydraulik heben kann. Und bis ich dann drauf gekommen bin. Also es sind, wie gesagt, man muss ins Detail gehen beim 17er, dass man die Verbesserungen sieht, aber sie sind in so einer großen Menge da, dass es, glaube ich, noch ewig dauert, bis man da wirklich alles gesehen hat. Und das ist eben das Krasse, du wirst es eigentlich nicht schaffen, dass dir alle Neuerungen anschaust, weil dafür willst du wahrscheinlich 200 Stunden brauchen. Ja, und allein alle Maschinen einmal durch. Da, 250 Geräte, hey. Ja, da und wo ich zum Beispiel vorgestern beim Stream richtig planlos war, als ich mir die Grimme Förderbänder angeschaut habe. Erstmal war ich echt verpeilt und mir gedacht, wird die Baukastenprinzip, okay, aber wie geht das jetzt zusammen?
Da muss man auch ein bisschen mitdenken. Es ist also schon was Kniffliges. Also nicht so, dass jetzt die Geräte alle selbsterklärend sind. Man muss schon ein bisschen kniffeln und ein bisschen rausfinden, wie was funktioniert. Vor allem, ich wäre niemals darauf gekommen, dass du in das Förderband einsteigen musst. Ich habe so einen Lachflash gekriegt, wo ich gemerkt habe... Was ist das Job hab, mir? Nein, oder, ich habe selber, so, selber in meinem eigenen Stream habe ich so einen Lachflash gekriegt, als ich mich da reinhocken konnte. Brutal. Ich fand und dann das rumfahren. So geil. Ja, so geil. Und, aber es funktioniert mega cool, gerade mit der Helferfunktion, dass dieses zweite Förderband, also das große, lange von Grimme, dass du quasi einen länglichen Haufen dann auch machen kannst. Da kannst du ja einen Winkel einstellen und dann fährt der Helfer quasi in dem Förderband immer von links nach rechts und kippt dir, ernsthaft? Ja, kippt dir einen schönen langen Haufen hin. Und Gossi, du bist der Meister der Technik, das stellst alles du ein. Na, das ist so cool, weil hey, da gibt es so viele Möglichkeiten jetzt einfach, die du machen kannst und komplett neue Gameplay-Geschichten, wo man im 15er nie dran gedacht hätte und auch, finde ich, bis zum Release vom 17er niemals davon ausgegangen ist, dass man sowas machen kann. Also echt eben, das cool. War auch nicht Inhalt der Infos oder der Änderungen. Ja. Dann stehst du da und ja, ich sag, allein schon, was du mit dem Förderband alles machen kannst, eins ist dabei, das kannst du schön drehen und wenn du dann mit dem Helfer das so einstellen kannst, dass der abwechselnd quasi immer so einen länglichen Haufen hinmacht oder eine Zeile, das ist ja dann auch zum Beispiel was, wenn du einen geraden Rübendamm haben willst. Ja, oder? Kannst du da rein theoretisch mit dem Förderband auch machen, wenn du immer abkippst und dann fährt der, was weiß ich, 20 Meter rüber, dann versetzt du den ein bisschen. Ja, oder auch, du stellst das Förderband einfach in eine Halle rein. An der Einfahrt stellst du das erste Förderband hin, was reinfördert. Und am Ende von der Halle kannst du einen schönen, sauberen Rübenhaufen hinlegen. Ja. Also voll cool. Und ich habe jetzt beim Steffen gelesen, der ist jetzt durch dieses Förderbandsystem dazu animiert worden, dass er eine Kartoffellagerhalle baut. Boah, also, geil. Da kommen natürlich auch Objekte dazu, die das Ganze natürlich dann auch noch viel interessanter machen, weil man dann eben ein Ziel für diese ganzen Maschinen auch noch hat. Eben, das ist ja der Hammer. Wenn du sagst, du kannst ja eigentlich auch in jeder Halle was reinlagern, gell? Ja, genau. Damit musst du erstmal umdenken, weil einfach dieses lineare Spielschema über die Jahre hin beim LS einfach so war und man muss jetzt so echt umdenken, damit man schaut, was für Möglichkeiten einem bieten. Da bist man eigentlich so ein bisschen stumpfsinnig geworden im LS. Ja, ja. Die realistischen Möglichkeiten so ein bisschen ausgegangen. Ja, also allein das, dieses Förderbandsystem, dann auch ja so ein paar Map-Details, dass sich halt zum Beispiel die Wiesen nicht mehr statisch sind, sondern die Blumenfarbe halt immer wieder wechseln. Ja. Lauter so Details, aber das, ja, jetzt habe ich es natürlich gesagt, jetzt schaut das jeder drauf, aber grundsätzlich, wenn du das nicht weißt, dann siehst du das halt wahrscheinlich erst relativ spät im Spiel und freust dich dann wieder, weil was Neues da ist. Eben. Also, echt cool. Das wird bei ein paar Punkten immer so sein, das ist echt super. Ja. Nee, also jetzt da. Jetzt reicht es mich gleich. Ah, doch nicht. Mal kurz muten. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, also seit heute ist natürlich wieder toll, wenn in der Klasse, in der Berufsschule auch wieder alle rumhusten, rumniesen. Merkst was? Du solltest die Berufsschule meiden. Okay, ich werde jetzt immer krank sein in der Berufsschule, ich komme nur für die Schulaufgaben und das war's. Mehr LS spielen und weniger in die Schule gehen. Ich habe 4 Stunden geschlafen, gell? Von Sonntag auf Montag. 4 Stunden. Ist gut. Fast, ja, ich habe ein bisschen mehr geschlafen, aber fühlen tue ich mich genauso. Ich bin jetzt von dem Wochenende so durch. Irgendwie. Ja, so viel Suchten, so viel Streamen, das ist totaler Stress. Ich meine, es ist schon geil, du kannst zocken, es ist Entspannung, weil ich habe jetzt selten wirklich wieder mal so viel gezockt und es war einfach echt mal wieder richtig geil, vor allem seltenst in so kurzer Zeit so viel gestreamt, ja. Aber es erschöpft natürlich auch, ja. Sitzt immer da und dieselbe Haltung und aber es hat riesig Spaß gemacht, das Wochenende. Echt. Also gerade auch wenn, ja, wir haben echt viele, viele Leute in den Streams gehabt, die wissbegierig waren, die interessiert waren dran und Fragen gestellt haben. Es ist eigentlich nie langweilig geworden. Und echt cool. Schöne Gespräche. Ich brauche heute mal einen Moderator. Das ist der Punkt. Du brauchst einen Moderator. Ja, Marcel ist wieder die ganze Zeit nicht da, der muss so viel arbeiten. Ja.
Naja, ist auf jeden Fall Gold wert, so Moderatoren. Ja, vor allem wegen Fragen, die du vielleicht übersiehst oder sowas, oder die dir dann einfach stellen, dann musst du nicht so extrem konzentriert auf den Chat schauen und kannst dich mehr ums Spiel kümmern. Ja, absolut. Naja, ich habe mir sogar einen Nightbot noch mit installiert, dass der schon mal so Grundfragen abdecken kann, wie mit welchem Lenkrad spielst du. Ich glaube, diese Frage habe ich an dem Wochenende 500 Mal beantwortet, keine Ahnung. Wahnsinn. Ja, aber das gehört dazu und das ist, glaube ich, auch das Schöne am Streamen, weil du einfach eben direkt auf die Fragen eingehen kannst und ja, interaktiv mit den Leuten sein kannst und das ist schon cool. Genau, das ist das Geile, ja. Wird mit Sicherheit wieder ein bisschen weniger werden jetzt, wenn dann Folgen beginnen und einfach der Alltag auch wieder beginnt. Aber hat schon echt riesig Spaß gemacht, jetzt zum Release das Ganze mitzumachen. Hast du da eigentlich vorher frei genommen in letzte Woche, oder? Hätte ich morgen frei gehabt, also wenn die Folge kommt heute. Ja. Und habe aber den freien Tag auf Freitag umverlegt, als ich eben dann gehört habe, dass wir die Keys kriegen. Ja, sehr klar. Ja. Dann ist der Dienstag nicht mehr so besonders wie für den Rest der LS-Spieler. Für euch geht's heute richtig rund. Da fragt sich natürlich, wer schaut das Let's Play? Wahrscheinlich, ja. Das ist jetzt gerade so ein Gedanke, wahrscheinlich nicht mehr 100 Klicks, aber vielleicht wollt ihr das ja als Abschluss mitnehmen, für die LS17 zocken, nur mal ein letztes Let's Play von uns, vom LS15 zu sehen. Genau. Und dann geht's ab, Schachtel zu, CD raus, neue CD rein oder eben Steam runterladen und los geht's. Und LS15 deinstallieren. Nee, so schlimm. Das würde ich noch nicht tun, ja? Nee, gibt ja. Würde ich mindestens nur bis Mittwoch warten. Nee, ich glaube, da muss man nicht unbedingt. Also deinstallieren muss man definitiv nicht. Aber mein LS17 ist jetzt einfach eine neue Ära und da geht es einfach jetzt wieder von vorne los und weiter. Und ich glaube, es wird die wenigsten enttäuschen. Der 17er, definitiv. Ja. Und die gesagt haben, wird scheiße oder ist nichts Neues. Also, ich erkenne immer noch den LS15 wieder, sagen wir es so. Aber wenn ich es mir so anschaue, dann ist das Negativste, was ich an dem Spiel festlegen kann, ist die Map. Und die Map ist geil. Ja. Also von daher, die Map ist halt einfach für das, wie verwöhnt man ist durch eine Mod-Map, Beispiel Allgäuer Moor-Bündelbach, ist eine LS17 Standard-Map von der Komplexität und von dem Realismus mit eckigen Feldern und eckigen breiten Feldwegen und so. Ja. Gesundheit. So. Ist natürlich einfach viel schlechter oder viel nimmt man einfach viel geringer war und viel negativer als eine geile Mod-Map. Aber allein schon hier die Map ist schon echt geil gemacht. Ja. Weil grundsätzlich muss man halt zur LS17-Map sagen, im Gegensatz zu den alten Maps, sämtliche Gebäude, die jetzt irgendwie für die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, sind alles platzierbare Gebäude. Das heißt, die kann man theoretisch alle verkaufen. So, jetzt gibt es ja ab Release-Tag schon die ersten Mods. Also wenn ihr das jetzt spielt, dann kriegt ihr auch schon die ersten Mods. Und da ist halt ein Set von Hallen dabei. Und zack, schaut die ganze Map am Hof schon mal komplett anders aus. Und ihr könnt euch die Map im Endeffekt dann so gestalten, wie ihr das möchtet. Und von dem her muss ich echt sagen, für eine Standard-Map ist sie meines Erachtens bis jetzt die beste Standard-Map, die es bis jetzt gab. Muss man wirklich sagen. Ja, das haben wir zwar damals bei der Bjornholm auch gesagt, die haben wir noch nicht lang gezockt, aber die Bjornholm war irgendwie noch zu simpel. Die von der Komplexität her ist die Goldcrest Valley jetzt auch nicht so viel anders. Sie ist zwar vielleicht nur ein Ticken größer, man hat ein bisschen mehr, man hat eigentlich gar nicht so viele Felder, das ist der Wahnsinn, man hat gar nicht so viel Ackergrund, den man bearbeiten kann. Man hat, glaube ich, 3 Forstbereiche. Man hat Gott sei Dank wieder einen Fluss, irgendwie, der durchgeht. Man hat auch eine schöne, riesige BGA. Und wie gesagt, was halt einfach traumhaft ist, dieses richtig große Dorf da durchzufahren, ist einfach mal schöner, als irgendwo immer durch die Einöde zu fahren, weil es einfach was Neues ist. So ein großes Dorf mit der ganzen Beleuchtung. Es sieht einfach wirklich gut und belebt aus. Und nicht so wie früher, das war im Prinzip kahl hingestellt. Da waren irgendwo ein paar Passanten mit
paar eckigen Puppenspielerbewegungen und das war's dann. Aber ja, du bekommst das einfach ganz im Erleben und man fühlt sich im Spiel einfach selber auch wohler. Man fühlt sich, ja, irgendwo ein bisschen weitaus realistischer als das, was wir bisher kennen. Ja, ja, und dann noch dazu, bei Nacht ist es natürlich ein Schauspiel. Das ist es ist so eine geile Optik einfach, weil die Gebäude beleuchtet sind und überall ist ein bisschen Licht. Und aber trotzdem hast du nie irgendwelche FPS-Einbrüche. Das ist halt echt cool. Du gehst auf die Map und denkst dir erst so, okay, LS15, ja, ich spare mir jetzt lieber das Licht, weil sonst gehen meine FPS in den Keller. Und im LS17 schaltest du halt mal alles an, was geht. Das und du hast 2 FPS, 1 FPS weniger oder gar nichts. Na, das ist nicht unglaublich. Mal. Also ich habe echt keine Einbrüche gehabt. Das Einzige, wo ich dann Einbrüche hatte, mal kurzzeitig, war, wo ich die Zeit hochgeschraubt habe. Also wo dann viel Rechenleistung im Endeffekt gebraucht wurde durch die Felder und Wachstumsstufen und so weiter und so fort. Ja. Da war dann mal ein bisschen was zu merken. Aber man muss dazu sagen, da standen halt mal 7-8 Fahrzeuge in voller Beleuchtung am Feld auf einem Punkt und ja, du hast halt trotzdem Performance gehabt. Das war halt geil. Also, ja, das hat echt Spaß gemacht. Vor allem, ich habe es da getestet, wirklich mit glaube ich 3 oder 4 Traktoren, die ich halt außerdem angelassen habe oder halt immer die Rundumleuchte laufen gehabt habe, und die Rundumleuchte bleibt auch an, wenn der Motor aus ist. Das ist ja das Geile. Die kann man die ganze Zeit anlassen, die Blinker glaube ich auch. Ja. Ja, du kannst und, alles, du kannst volle Festbeleuchtung anlassen und es ist halt leistungstechnisch kein Unterschied. Also eben, das ist unglaublich. Das ist echt. Ich meine, ich zocke jetzt hier mal als Beispiel den LS hier mit gerade 50 bis 60 FPS am Hof. Ja. Jetzt sind es mal 50, das ist ja schon okay, ja. Davon abgesehen, dass die Lichter bei weitem nicht so gut ausschauen, aber trotzdem, das ist unglaublich, was das Performance schluckt, das Spiel. Ja. Und der LS17, das ist ein Witz. Ja, also ich habe jetzt hier so 30, 20, 25 bis 30 FPS am Hof. Gut, bei mir läuft halt der Render im Hintergrund. Das macht natürlich viel aus. Aber ja, das ist eben genau das. Also und das macht eben gerade den LS17 auch wenn jetzt kein dynamischer Boden drin ist und was weiß ich nicht alles, aber es macht einfach wieder richtig Spaß, den LS17 zu starten und einfach zu wissen, der läuft performant und macht Spaß. Kein Stress, egal mit welcher Grafikkarte. Wir haben ja jetzt öfter diskutiert, mich haben also bestimmt gestern 400 Leute gefragt, kannst du mir sagen, ob mein Spiel, ob der LS17 mit dieser Grafikkarte läuft? Ich habe ungefähr 200 Mal geantwortet, das heißt schon relativ viel. Und bei den meisten musste ich ja sagen. Ich meine, manche kamen mit einer GT 620 M, also mobil, die wird nicht laufen. LS15 lief bei mir mit einer GTX 765 Ti oder 765 als Notebook-Grafikkarte. Ja, ich sag mal, mäßig. Du konntest auf mittleren Einstellungen mit 30 FPS spielen, das war's dann auch schon. Aber das ist unglaublich, was das Spiel Performance hat. Von daher glaube ich auch, dass die Anforderungen, auch wenn sie offiziell gestiegen sind, dass mit noch weniger Leistung der LS noch besser spielbar ist als der LS15. Also ich glaube, man kann ziemlich mal so grob über den Daumen peilen, eine Grafikkarte, die einen Gigabyte Arbeitsspeicher hat oder Grafikspeicher, bringt den LS17 auf jeden Fall rüber. Ich meine, klar, also man muss Abstriche machen, was dann die Einstellungen angeht, aber das ist eben auch so der nächste Punkt. Du kannst halt, wenn du möchtest, das Spiel dir so anpassen, wie du es gerne hättest. Also du musst ja nicht. Und wenn es nicht geht, dann kannst du es halt in dem Fall auch nicht machen. Aber ich glaube trotzdem, dass der sogar auf sehr Low-PCs noch gut funktioniert.
Auf niedrig definitiv. Und das Geile ist ja, du kannst da jetzt individuell jede Einstellung vornehmen. Das heißt, es gibt nicht nur noch leicht, low, medium, nicht hart, high und very high, sondern es gibt, was weiß ich, fünf Einstellungen für jeden Scheiß Ja. und diverse Distanzeinstellungen. Und das ist eigentlich das, was so viel braucht. Wenn ihr zum Beispiel die Felder, die Frucht auf 400% stellt, braucht das natürlich deutlich mehr, als wenn es nur 100 sind. Und wenn ihr das alles, sage ich mal, auf Standard 100% oder so last und Einstellungen auf hoch oder sowas stellt, dann könnt ihr wirklich mit einer Low-Budget-Grafikkarte richtig geil LS17 zocken. Mich hat einer gefragt, zum Beispiel mit der GTX 460, da habe ich gezweifelt, weil die Grafikkarte nicht mal 1 GB Grafikspeicher hat. Ja, Von der das kann. Leistung hätte sie vielleicht gereicht, die ist halt auch schon 7 Jahre alt, die Karte. Respekt, dass jemand noch so eine alte Karte hat. Ich habe meine erste Grafikkarte, so richtig Gamer-Grafikkarte, war eine 470 von MSI, die ist damals auch heiß gelaufen. 100 Grad. Okay. Die war richtig schlecht gekühlt. Die hatte 1,25 GB Grafikspeicher. Das wäre noch gegangen. Aber du hast ganz recht, mit dem 1 GB über den Daumen peilen bist du sehr, sehr gut dabei. Das kann man sehr gut abschätzen. Also glaube Alles ich, drunter wird genau. nicht klappen, wird schwer Und klappen, man aber. kann auch grob sagen, also wer den LS17 auf High oder Very High gespielt hat, der wird Der auch im 15 meinst du? 17er, ja, ein 15er auf High oder Very High, der wird auch den 17er ohne Probleme spielen können. Ja. Wie gesagt, Wenn es ich nicht geht sogar halt. in höheren Einstellungen, weil eben die Performance so stark Ja, genau. verbessert wurde. Genau. Und allein, wenn man das Schattenlicht darunter dreht, allein das bringt wahrscheinlich gerade bei den Nachtwechseln oder Tag-Nacht-Wechseln, bringt dir das wahrscheinlich schon wieder 10 FPS, wenn du da einen Schritt runter gehst. Ja, Weil. siehst du, ach, du bist da am Ja, durchfast. genau, ich fahre dir gerade entgegen, dass man hier eine gleiche Runde und dann Du hättest da setzt. hinter mir fahren können, dann hätten wir beide um 18 Meter. Boah, aber dann hätten wir einen massiven Schwart hier Was zahlen das müssen. machen? Wir machen das alles auf einen Schwart. Und dann Und häckseln wir's. dann häckseln Okay. Nee, ich wäre Aber. jetzt eigentlich, dann hätte ich die Richtung geändert und wäre einfach rechts neben deinem, also für dich jetzt links neben dem Schwart gefahren. Ja. Dann haben wir nämlich hier schön einen Schwart. Genau. Jetzt stelle ich mal hier schnell, fahre noch ein Stückchen rüber. So, jetzt ist glaube ich auf links, oder? Nee, scheiße, ich hab's ausgeschaltet. Ja, ist es okay so? Jetzt soll's laufen. Genau. Jetzt fährst du mir nach, oder? Ach so, und jetzt fährst du wieder in alle Der schluckt Richtung. gerade. Warte mal. Ah, ich hab's doch nicht. Hä? War doch Y, oder? Was denn? Ich die Richtung ändern. Steuerung Y ist Control Panel. Ja, und dann Y selber ist Na, das hier. stimmt, der macht bei mir die andere Seite. Warum? Bei mir macht er gerade gar keine. Warte mal, er soll nach links. Jetzt müsste es klappen, oder? Hä? Ich kann gerade die Richtung nicht Ja, er ändern. hat gerade bei mir geändert. Ach, hä? Keypad 7? Hä? Hä? Also die Richtung ändern kannst mit Steuerung und Y. Ja, Der nee, da geht Konsole. der. Da, genau, da geht das Control Panel auf. Genau, dann Und. kannst du mit welcher Taste eben durchwechseln. Nee, eigentlich. Irgendwie ist das gerade komisch im Multiplayer. Nee, jetzt entlädt er gar nichts mehr. Hä? Nee, bei mir Hä? ganz gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich will kurz einsteigen. Warte mal, jetzt geht er auch nicht mehr an. Hä? Warte mal. Ich Wenn du bin deine gerade. Mutter aufkackst. Ich bin gerade verwirrt. Nee, ich kann hier die Richtung nicht mehr umstellen. Steig mal ein. Ja. Schau mal, ob du die umstellen kannst. Okay. Warte, mit welcher Taste war das? Mit Wir haben es Steuerung. bei mir gemacht. Augenblick, ich habe mich nicht bei mir. Irgendwas habe ich jetzt hier. Ich Bin glaube, ich ich habe blöd? den. Ich hab doch das gerade gemacht. Ach so, mit Y. Ja, Ja, funktioniert schon, doch. gell. Warte. Aber ich kann gerade gar nichts mehr machen. Also weder Lass mich nur kurz zusammenklappen rein. noch. Ah, doch, jetzt hat er gerade was gemacht. Warte mal. Jetzt probiere ich es nochmal. Nö. Ich Jetzt? kann auch nicht zusammenklappen.
Achso, wahrscheinlich, weil ich noch Gras drin habe. Ich kann die. Musst du auch. Die Schwartrichtung lässt er gerade nicht ändern. Also ich wäre draußen. Okay. Wenn du mir noch fährst, müsste es passen, oder? Nee, ich bin gerade auf der letzten. Also wo er gar nirgends ablädt. Deswegen ist das gerade ein bisschen. Warte mal. Also bei mir läuft's, ja. Warte mal. Einwandfrei. Vielleicht schaffe ich noch zweimal rundum und ich glaube, so nach guten 30 Minuten können wir dann auch bald die Folge so abschließen. Ich möchte noch einmal rüberkommen zum Hof und ja, ich weiß nicht, wer das irgendwann nochmal fertig machen wird. Niemand. 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 Aber mein Gott, die Kühe, die im Hintergrund noch fressen, die haben genug zu tun die nächsten 10 Jahre. Irgendwie seltsam. Irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Ja, ist doch Grund genug, wenn was nicht funktioniert, technischer Bug, den LS17 rauszuholen, oder? Das glaube ich. Du hast es im Prinzip für Giants Produktplatzierung und Produktverkaufsarbeit betrieben. Ah, jetzt lädt er ab gerade. Warte mal. Ich habe da noch 300 Liter drin, die er nicht abladen will gerade. Ah, jetzt, ich glaube, ich habe es. Du hast einen Traktor ausgewählt gehabt. Nee. Ist was gewesen. Verdammt. Das wäre es gewesen. Ja, jetzt kann ich zumindest schon mal wieder zusammenklappen. Ist ja schon mal was. Ja, vielleicht kriege ich es noch hin. Oh, Förderrichtung ändern. Yeah, ich kann wieder ändern. Juhu. Hey, Glückwunsch. Dann schaue ich mal, dass ich noch bis zum Hof runterkomme. Bis denn? Ja, ach, ganz hinten bei der BGA. Oh, kann noch ein Minütchen dauern. Ja, so eine kleine special-lange Folge, weil man ja eigentlich hätte man ja einen Abschlussstream gemacht, aber genau. Nachdem sich das jetzt alles so überschnitten hat, dann auch mit. Bei mir leider mit dem technischen Defekt. Ja. Das sonst hätte man es echt gemacht, aber. War sehr ja, schade. Ich denke mal, mit einer 35 Minuten langen Folge oder guten 30 Minuten langen Folge ist seid ihr hoffentlich auch zufrieden. Dann haben wir so gesehen dann 44, 45 Folgen durchgeackert und das war dann eigentlich wirklich. Genau. Ordentlich was. Ja. Und dann können wir mal schauen, was dann weiter passiert. Ja. Was wir hier noch sagen können als Abschluss, ihr braucht nicht ewig warten und euch fragen, was ist jetzt los? Was passiert weiter? Macht ihr LS17 Projekte? Und dann können wir im Prinzip jetzt verkünden, dass eigentlich ab heute spätestens wir geplant haben, dass wir Gorse und ich wieder gemeinsam ein LS17-Projekt machen. Zuerst natürlich auf der logischerweise Standard-Map. Ja. Gibt ja noch nichts anderes. Und ja, da werden wir dann eigentlich heute loslegen. Und dann sollten eigentlich auch eventuell heute noch oder morgen die ersten Folgen davon kommen. Genau. Ich hoffe natürlich. So wäre der Plan, genau. Genau. Ich hoffe natürlich, dass uns kein technisches Problem irgendwie den Saft abdreht. Oder keine wütende Hausfrau. und die ist dass noch wir ganz ordentlich. Gut. Die ist noch ganz gut der Stimmung aktuell, aber okay. Bald muss ich mich mal um die Hausfrau kümmern. Nee, die ist ja, keine Hausfrau. Wenn sie das hört, uiuiui, dann hängt der Haussegen erst richtig schief. Das glaube ich dir. Naja, auf jeden Fall würde ich hoffen, dass ihr zahlreich wieder zuschaut beim LS17-Projekt. Wir hoffen beide auf ja, knackige Zuschauerzahlen. Ermuntert einfach den Let's Player einfach nochmal umso mehr, dass er sieht, hey, das wird viel geschaut, das macht dann umso mehr Spaß, wenn man ordentlich dafür Zuschauer bekommt. Genau, und, am Anfang ja. Wahrscheinlich nicht, weil ihr alle selber am Zocken seid, aber ja, weil vielleicht. Wahrscheinlich zocken sie nebenbei und schon nebenbei den Stream, ja? Ja, haben bei mir im Stream einige. Oh, ich spiele gerade ja. 15er und schaue einen Stream daneben und kann mich gar nicht auf Spielen konzentrieren. Ja, war echt nett. Also wirklich cool, die Kommentare teilweise. Weil die noch halt klar am 15er spielen waren, aber ja. Trotzdem dann nebenher den Stream geschaut haben. Nee, genau. Ja, aber wie gesagt, da wird es auf jeden Fall multiplayer-technisch, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich denke, am Anfang werden wir ziemlich random spielen. Jetzt nicht unbedingt karrieretechnisch. Würde ich jetzt also zumindest sagen. Eher die Geschichten, sage ich mal, was uns in den Sinn kommt. Wir werden jetzt nicht extrem so behutsam und sorgfältig spielen, wie
ist vielleicht von anderen Projekten gewohnt seid. Wir werden ein bisschen mehr ausprobieren. Wir werden am Anfang nicht mit den kleinsten Maschinen starten, das ist schon mal sicher. Genau. Und wir werden einfach schauen, dass wir das, was wir im Spiel zeigen können, auch euch einiges bringt an, was weiß ich, Tutorials, hilfreichen Tipps und so weiter. Vielleicht finden wir selber auch wieder genügend Sachen raus, die ihr dann auch mitbekommt, genau. So wahrscheinlich. Oder wir stehen selber auf dem Schlauch und freuen das uns dann über Tipps. Das ist natürlich das Beste, so wie bei mir gestern, da stand ich auch ewig auf dem Schlauch mit den Förderbändern und lass mir dann von der Community einreden, dass ich dumm wäre. Da muss ich dann den einen oder anderen mal ein bisschen rauskicken aus dem Chat, aber an sich war es ganz geil. Ist auch nicht schlecht für die Zuschauer, aber haben wir was zu lachen, wenn der YouTuber auf dem Schlauch steht. Genau, gehört auch dazu. Jo, aber da würde ich sagen, beenden wir das Ganze, Gossi. Genau. Kannst du es überwinden, den LS15 zu, verlassen? Ja, weil ich jetzt gleich dann in den LS17 Stream gehe. Das will ich hören. So. Genau. Gut, Freunde, wir sind raus vom LS15. Ich möchte mal Danke sagen an alle Zuschauer in diesen 2 Jahren. Dadurch ist mein Kanal groß geworden, dadurch ist mein Kanal eigentlich auch damals explodiert. Und bei Gossi war es eigentlich, glaube ich, auch ähnlich. Von daher gebührt unser Dank euch, die uns zu dem gemacht haben, wo wir jetzt stehen und wo wir hoffentlich noch hinkommen werden. Mit der Vielfalt an Videos und der steigenden Qualität an Videos. Von daher ein großes Dankeschön, Freunde. Macht's gut, wir sehen uns im LS17. Gossi, für dich noch ein paar Worte. Ja, genau. Auch von mir natürlich ein Riesendank an alle Abonnenten, an alle, die gerade jetzt auch mit dem LS17 in den Streams dabei waren. Es war überwältigend, wie viele da dabei waren. Und im Großteil muss man wirklich sagen, auch coole Leute, die nicht nur blöd daherreden. War cool. Hat mich richtig gefreut und ja, wie es der Mari schon gesagt hat, wir freuen uns jetzt auf die neue Ära, auf den 17er und hoffen, dass ihr einfach dabei seid und da eine coole Zeit mit uns verbringt, die nächsten 2 Jahre mit dem LS17. Genau, das hoffen wir beide. Dann würde ich sagen, sind wir raus. Allgemein, du warst geil. LS15, du auch. LS17 ist jetzt dran. Genau. Servus und ciao. Servus, pfiat euch.